Ja, 21? 17, 9, 21? Jetzt kommt Energie. Okay, jetzt sind wir drin. Okay, die Batterien laden wieder. Aber knapp, ne? Also es ist eine ganz, ganz eifrig knappe Nummer. Da kommt gute Energie rein. So, und hier können wir das noch nicht machen. Schade. Wir bräuchten echt mehr Drohnen, ne? The WES-45H station is located in a deep crater, the walls and bottom of which are covered with a thick layer of ice. Due to the slight tilt of the moon's axis, some areas always remain shaded, allowing ice to accumulate despite temperature fluctuations. In the middle of the crater is a small administrative and residential module, where a work shift resides. The station dispatcher contacts the rover as soon as it is detected. Nimm den Anruf entgegen. Die Eisquelle. Direktor, hörst du mich? Hier spricht der Disponent der Station WES. Unsere Abbau- und Filteranlagen sind ausgefallen. Es fehlen die Ersatzteile sowie die Arbeitskräfte, um Reparaturen durchzuführen. Hilf uns, die Anlage zu reparieren, um die Wasserversorgung der nächsten Außenposten wieder aufzunehmen. Das Leben und die Gesundheit der Menschen hängt davon ab. Was können wir tun? Most ice extractors require major repairs and all filters need to be replaced. We have several ways to solve the problem. We can send spare parts and repair drones, but fixing the center will take considerable time. We can also look for a construction expert. They'll help speed up the process. And of course, we can always leave the technicians to solve the problem without our involvement. Okay. Eins, wir schicke Ressourcen und Drohnen für die Reparatur los. Zwei, schicke Ressourcen, Drohnen und einen Spezialisten los. Oder drei, weigere dich zu helfen. Ihr habt die Wahl, wie immer. Jetzt schauen wir mal, was der Chat in den Chat hackt. So. Die meisten sind hier für zwei. Okay, wir probieren's. We have one person who once worked with the Arabian concern. His presence will considerably speed up repairs, as there's a lot of the concern's machinery at the station. Gut. Das werden wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Aber bis dahin machen wir erstmal einen kleinen Ausflug nach da oben. Es dauert schon lange genug, bis der dort angekommen ist. Schockelav, einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Benny sagt auch moin. So, hier wird auf jeden Fall jetzt gerade viel Beton hergestellt. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das tun. Denn davon haben wir jetzt historischerweise immer sehr, sehr wenig. Wir brauchen hier Duraluminplatte. Meine Güte. Die haben wir natürlich nicht, ja. Und hier brauchen wir modulare Rahmen. Also da ist natürlich noch was offen. So, von diesen Dingern haben wir mittlerweile auch ein paar. Schalten wir die Bude auch mal ab, damit wir mehr Energie einspeichern können. Halte ich für irgendwie unerlässlich. Gut, unser Alu-Stand hat sich auch ganz gut gehalten eigentlich so. Das ist in Ordnung. Rest schaut ganz gut aus. Okay. Für den Moment ist das größte Problem, was wir haben, die Forschung tatsächlich. Ganz kurzer Check-up. Hier, das Temperatur ist noch nicht drin, Sauerstoff ist drin und es schaut gut aus. Wasser auch, Strom auch. Gut, passt. So, wir machen mal wieder eine Cargo-Unload-Geschichte, das ist wichtig. Hier oben haben sie sich auch noch gar nicht um das Zeug gekümmert, was hier rumliegt, ne? Das wollen sie noch überhaupt nicht. Kannst du ja Aufträge schon annehmen? Nee, wir sind gerade bei der Forschung von diesem blöden Markt. Warte kurz, falsch. Hier, wir machen gerade eigentlich, die wollten eigentlich die Forschung für den Markt gerade anstarten und dann ist die grüne Forschung ausgegangen. Und dummerweise haben wir auch nicht genug grüne Forschung,
Ist ein bisschen blöd, ne? Wir haben nicht genug grüne Forschung, um das Grundlagenforschungslabor fertigzustellen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Wahrscheinlich wäre das Sozialforschungslabor noch viel geschickter gewesen. Aber das war der Quest gerade. Das ist technisch. Okay, ich denke mal, wir sollten vielleicht uns überlegen. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Wir machen mal das noch mit rein. Für den Fall. Weil grüne Forschung haben wir halt gar nichts. Ich hoffe immer noch, dass einer unserer Rover gegebenenfalls hier eine Möglichkeit sieht. Und hier müssen wir auch nochmal hin, wegen dem anderen Ding. Können wir jetzt hier eigentlich eine Expedition schicken? Ne, da brauchen wir Rover für, ne? Ne, da brauchen wir dieses Kontrollzentrum dafür. Wir könnten auch das hier nochmal untersuchen gehen. Kann man die Forschung schon aus den Forschungsprojekten zurückbekommen? Das wüsste ich nicht, ob das geht. Also wüsste tatsächlich keinen Button dafür. Und Indians auch die einen wunderschönen guten Abend. Hi. So. Ganz langsam Eis ran, das ist okay. Ich will eigentlich jetzt momentan den Markt haben, um Geld zu bekommen. Das wäre irgendwie voll gut. Oh, hier oben haben wir ja auch noch was. Bergbar. Da brauchen wir auch eine Forschung für. Dann können wir da Sachen auch aus diesen Asteroiden holen. Ach cool, okay. Spannend. Oh, da ist auch kräftig gut was drin, ne? Nun, gut. Dann machen unsere Drohnen Sachen. Aber wie gesagt, Essen ist ja mehr als genug vorhanden. Also da brauchen wir uns jetzt überhaupt keinen Stress machen. Unsere Leute können hier auf jeden Fall lange halten. Hier wird Stuff geholt, damit wir ein bisschen Beton einarbeiten können. Das läuft jetzt auch tatsächlich mal relativ solide an. Gut, wie schaut es hier oben aus? Da läuft noch alles. Der versucht gerade der Tag-Nacht-Grenze zu entkommen, aber das wird wahrscheinlich nichts. Er ist kurz vor der Base, vor dem Base-Krater aktuell. Was braucht man? Das wird dir leider nicht gesagt. Bergung heißt der Forschungsdings. Das wird eine Fundamentalforschung sein, aber ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich weiß, das Symbol habe ich schon mal gesehen. Was davon jetzt allerdings Bergung ist, weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. So. Genau das Zeichen des Bergung. Ach so, okay. Na gut. So, was haben wir hier noch? Das läuft ganz hervorragend. Ja, die sammeln jetzt gerade das ganze Regolith, was wir abgebaut haben, auf und packen das natürlich jetzt in die Betonverarbeitung rein. Das soll mir auch recht sein, ehrlicherweise. Ja. Da soll uns auch alles recht sein hier.
Okay, Leute. So, dann passt Obacht. Dann machen wir jetzt. Wir müssen einen Plan entwickeln. Wir brauchen. Ja, er hat keinen Saft mehr. Scheiße. Das ist nicht gut. Das bezahlte Labor ist keine Option. Transitstation könnte interessant sein. Da ist die Erde. Aber so weit sind wir noch nicht. Sortierterminal haben wir auf der ganz anderen Seite aber auch, ne? Das ist ganz schön weit weg von uns. Müssen wir mal im Blick behalten. Wir müssen jetzt erstmal die Nacht durchtauchen und wir haben 2,1 Millionen Strom eingelagert von 3,6. Das heißt, unsere Solarmodule halten noch nicht mal ganz das, oder kriegen die Batterien noch nicht mal ganz voll. Das Problem an der Sache ist, ich kann ja theoretisch noch mal welche bauen. Wir verdoppeln die Leistung noch mal ein bisschen, why not? So. So. Weil die könnten, die, es kommt bald der Tag wieder, ne, bricht bald an. Und dann hätte ich ganz gerne hier die, zumindest technisch mal ein bisschen vorbereitet. Für ein bisschen Eisen und so, aber das ist alles kein, halb so wild auch. Na, geht schon los. Und mit jedem von diesen Dingern, ich meine, wir kommen schon viel besser durch die Nacht, ne, also. Wieso wird das Geld weniger? Ich vermute mal wegen den Drähten, oder? Weiß ich nicht. So. Schauen wir mal, Strom schwankt noch gerade ein bisschen. Okay, ist ja eine Punktlandung. Unser Rover kann der. Ne, der ist hinter uns, ne? Der braucht noch ein bisschen länger. Ich finde die Blumen schön. Auf jeden Fall jetzt irgendwie diese Forschung. Ich nehme mal nicht an, dass wir darauf bauen können, dass das so schnell geht. Der Online-Markt kostet 2000 Forschungspunkte. Wir fahren jetzt mit dem Rover bis zu dem Kontrollturm, scannen dir die Ecke mal ganz kurz noch ein Schlückchen ab. Wenn nichts geht, fahren wir bis zum bezahlten Labor, checken kurz die Lage dort, was das kostet. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht irgendwie uns zusammensparen können. Wir warten ab. Wie lange können wir nicht mehr abwarten, aber wir warten jetzt zumindest erstmal. Wir hätten den Markt schon viel früher machen können. Müssen, sollen, wollen. Ja. $20.000, $50.000 und $100.000. Ja, wo willst du das hernehmen, ne? Also, so viel Förderbänder haben wir ja gar nicht gebaut. Nein, wir könnten das vom Eis nehmen, maybe. Aber da warte ich erst, bis der beim Forschungszentrum ist. Vorher machen wir das nicht. Nicht, dass das dann verbraucht wird aus irgendeinem Grund. Okay, also Saft kommt rein, schön. Er sitzt gleich da.
Ich sehe da tatsächlich nichts irgendwie. Jetzt wollen wir mal näher ran. Da ist irgendwas, ne? Da sind die, diese Balken sind größer auf der Seite. Immer noch hier. Ich weiß nicht, ob das ein Indikator ist, keine Ahnung. Ich vermute halt. Hier irgendwas. Ich folge dem einfach mal, wo auch immer uns das hinführt. Ja. Da, ganz, ganz am Rand hier. Ganz am Rand ist irgendwas. So. Wir untersuchen das mal. Das wird doch das sein, oder? The convoy was transporting several tanks of liquefied fuel and a couple containers with various spare parts and electronic equipment. It seems that the vehicles were seriously damaged and buried under collapsed rock. You can immediately send a cargo truck to collect the easily accessible cargo, or you can try to break up the rubble with a rover. It will be necessary to send drones to excavate most of the cargo, but the operation to retrieve it might be risky. Okay. Drohnen können wir halt nicht losschicken, ne? Wir haben das Expeditionszentrum noch nicht. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auf eins oder zwei irgendwie zusammenpacken. Ihr wollt dem Ganzen näher ran, okay. Wir räumen die Trümmer weg, wir gucken, was passiert. So. Okay. Dann schauen wir mal bezahltes Labor. Und versuchen da mal kurz weiterzumachen. Bau es doch einfach. Ich denke eher, das Problem ist momentan, dass wir Geld sparen müssten maximal. Wie geht? Hier sollten wir Ressourcen bringen. Und das können wir aber auch gar nicht, ne? Ich glaube, er ist da. Ist das er? Ja, ihn schicken wir mit. Zwei Robos, aber das können wir nicht ohne die und den R. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, wir haben mal wieder eine Forschung endlich mal fertiggestellt. Schön, 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 freut mich. Gibt es noch irgendwas, was ich noch sonst forschen könnte? Transportdrohnen wäre doch geil. So. Gut. Jetzt geht wieder in die Nacht rein, dann gehen wir nach unten. Wenigstens im Keller läuft's, ne? Im Keller läuft's schon wunderbar. Die machen hier fett Party hart. Zum Glück haben wir mehr als genug Schlacke. Da können wir uns mit kaputt werfen, ne? Hier irgendwo immer dabei sein, über 1000er. Also wir können auf jeden Fall Essen anbauen, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich glaube eher, dass wir das Problem haben, wir wissen nicht, wohin damit. So. Gut.
Also der Rover wird wahrscheinlich irgendwann jetzt Energieprobleme haben. Markus hat aber keine Energieprobleme hier. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Rumsi unterstrich die unterstrich traurige unterstrich Mine. An Rumsi die traurige Mine. Dankeschön Markus der Franke für den verschenkten Sub. Vielen, vielen lieben Dank dir. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir zu dem Labor kommen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Deal aushandeln können, maybe, mit grüner Forschung. Blaue Forschung ist jetzt tatsächlich auch irgendwie aus gerade. Dann machen wir was mit blauer Forschung. Jetzt hat er keinen Saft mehr, ne? Unangenehm. Und wir sind gerade erst am Anfang der Nacht. Mhm. Ja, der Rover Scout hier, den schicken wir dann bei Zeiten. Also wir machen das jetzt. Wir versuchen jetzt grüne Forschung ranzubekommen, indem wir sie uns kaufen, auch wenn ich nicht weiß, wie das genau funktionieren soll. Hier können wir saubere Sachen bergen. Ja. Also der Batteriepark schaut schon gar nicht so schlecht aus, ne? Das ist jetzt, tatsächlich ist der größer als der vorher da stand. Und wir sind auch ziemlich voll, so wie das aussieht, ne? 85%. Ja, das ist okay. Also ich glaube, wir brauchen uns um Energie jetzt zumindest im Augenblick gerade keinen Kopf mehr machen. Kolonistenzuweisungen. Oh, alles klar. Okay, das wird also noch viel umfangreicher, als ich dachte. Pharmazeut. Mediziner. Biologe. Ingenieur. Okay. Er ist Mediziner, Therapeut. Okay. Und sie säuft halt nur. Ja, die wollen alle Bezahlung haben. Wir verschwenden schon wieder Science-Punkte. Wir brauchen irgendwas für gelbe Forschung. Die Transportdrohne nicht noch gelbe Forschung gehabt? Ja, hier. Okay, das kriegen wir locker hin. Mein Plan ist es, die Eisförderung abzubauen. Vielleicht kriegen wir da genug Geld raus, dass wir uns das leisten können. So. Stranded Alien Dawn meinst du, Zangwill? Auch ein schönes Spiel. Okay. Gut, dann ja, das dauert halt eine ganze Ecke. Jetzt kommt Tag, dann fährt er gleich wieder los und dann ist er ratzfatz dort. So. Das haben wir eben, wie gesagt, noch nicht. Logistik, haben wir diese Kapseln und so, das wäre schon geil, ne? Das würde ich schon feiern jetzt gerade, mal so ein bisschen Ressourcen abarbeiten. Gegen Kohle, fände ich nett. Gerade für die grüne Forschung wäre das jetzt gerade echt überdimensional gut. Wir müssen den Rover nochmal hinschicken zum Abräumen, Funbird, das ist das Problem. Aber ich mache jetzt die Forschung gerade zuerst. Das ist mir gerade irgendwie wichtiger.
Lass mal alles mal wieder in einem normalen Prio laufen. Gut. Unser Sprit ist auch schon so gut wie voll. Na, da ist er doch, oder? So, Soziales. 60 für 90 Tage, 30.000 brauchen wir dafür, okay. Dann pass auf. Jetzt kam der Vorschlag, wir machen nochmal Folgendes. Ihr habt gesagt, wir können das verkaufen. Jo. Dann müssen die Drohnen das halt jetzt bringen, ne? Wenn wir Kohle haben, können wir es ja wieder machen. Wie viel Geld habe ich? Kann ich das mir leisten? 50.000? Nee. Nicht genug. Moment, stopp. 25.000. No, ich habe immer noch zu wenig Geld. Unangenehm. Jetzt können wir es uns gerade so leisten. Wie dem jetzt irgendeiner gibt gerade Geld aus. Soziales. Das da bestätigen. Okay, dann darfst du jetzt den Konvoi wieder untersuchen. Und dann müssen wir das jetzt mit den Förderbändern gleich wieder auf Reihe bringen. Das können wir mal eine Zeit lang lassen, aber nicht auf ewig, ne? So, wir haben jetzt, wie gesagt, da kommt jetzt für ein paar Tage kommt das noch rein. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Da kriegen wir jetzt einige Forschungssachen durch. Okay, okay. Hauptsache der Markt läuft, damit wir Kohle ranbekommen. Das verklebt auf Kredit ja überhaupt gar nicht. A critical low, which poses a significant risk to our company's operations. It's important to remember that constructing conveyors and laying electrical wires entails financial expenses. Moreover, all capsule shipping operations, including sending contracts or buying and selling resources, incur transportation costs that are our responsibility. Without funds in our account, logistics will come to a halt. I will initiate a transfer of 30,000 credits from our reserve account, but please be cautious, as this exhausts our reserve funds. Proceed with care and closely monitor our credit balance. Jetzt krieg ich nur mal 30.000. Ich muss immer Tab einfach vergessen zu drücken. Eins noch. So, das reicht jetzt. Wo kam das Geld jetzt her? Magic. It's pure magic. So, und hier haben wir mehr als genug Stuff wieder drin. Okay. Gut, dann let's do something here. Können wir jetzt diese Drohnenkontrolloperationsstation bauen? Und das ist bestimmt der korrekte Fachbegriff dafür. Expeditionszentrum. Ja klar, easy, ne? Ist ja auch nur 5 Kilometer groß. Vielleicht habe ich es deswegen vergessen zu bauen. Keine Ahnung, wir bauen das mal da oben hin. Es kostet auch nur die Welt einfach, aber was willst du machen auch?